Karrieren im Motorsport ohne großes Erbe oder reiche Familien? Es gibt sie. Und die Geschichten dazu gibt's hier. Nix geschenkt, der Podcast. Hallo und willkommen bei Nix geschenkt, dem Podcast. Dieser Podcast entstand beim Motorradentwickler und ehemaligen Profi Motorradrennfahrer Martin Bauer in seiner Firma MB Bike Performance in Eggendorf bei Wiener Neustadt. Wie hält er es mit dem Stürzen? Wo wird das Mentale wirklich wichtig im Motorradrennsport? Wieso war Marc Marquez so lange so erfolgreich? Und welches Motorrad hätte er denn gerne bei sich? Das und noch ganz viel mehr erzählt uns der Motorradentwickler und ehemalige Profi Motorradrennfahrer im dritten und letzten Teil des Podcasts mit ihm. Ich bin dann kurz darauf ein Ersatzfahrer gewesen, damals für einen Kionari, der für den Kati unterwegs war. Der hat ja Grand Prix-Erfahrung gehabt, der war ja im Gresini-Team mit dem Sette Gibernau zum Richtig, Beispiel. Richtig, ja. Genau. Und der ist weit hinten nachgefahren, hinten war eigentlich im hinteren Teil vom Feld. Und der war damals verletzt und ich habe damals die Meisterschaft gewonnen gehabt, schon auf Honda. Die deutsche Meisterschaft und darum haben sie mich damals eingeladen, dann dort zu fahren. Und ja, war auch eine interessante Geschichte, eher schwierig alles. Ich war damals der Teamkollege von Carlos Checker, der zuletzt in diesem Jahr auch Einsatzfahrer für den Karte war. Und auch mit ihm habe ich mich viel unterhalten können und habe da ein paar Hintergründe ganz gut verstanden, wie das in dem Team abläuft und auch die Probleme verstanden, die damals vorhanden waren und auch die Motorräder, die unheimlich schwer zum Fahren waren, also auch für ihn. Also da erfolgreich mit sowas fahren zu können, war eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Ja, da hat es an vielen Ecken und Enden gefehlt, weil man einfach die Entwicklung ein bisschen in falsche Richtungen getrieben hat. Und ja, in so große Teams ist es nicht immer einfach, den richtigen Weg zu finden und auch nicht immer gewollt, den Weg dann gehen zu wollen, weil andere Gründe da dagegen sprechen und das ist sehr komplex. Wäre das eine Herausforderung für dich gewesen, dort als Entwickler und Fahrer anzuheuern? Grundsätzlich ja, weil ich habe die Verbesserungsmöglichkeiten erkannt, was man gehabt hätte vor dem Fahrzeug. Ich hätte aber keine Möglichkeit gesehen, in dieser Teamkonstellation das umgesetzt zu bekommen. Da geht es nach anderen Gesichtspunkten. Also in so Teams, man stellt sich immer vor, da zieht jeder in die gleiche Richtung. Das ist bei Weitem nicht der Fall. Also da geht es darum, eigene Positionen abzusichern in solchen Teams. Da geht es teilweise um viel Geld, Machterhalt, solche Geschichten. Also da geht es nicht immer darum, das zu tun, was einen vorwärts bringt, sondern geht es oft das zu tun, was für die eigene Person an der jeweiligen Position das Bessere ist. Und ja, das habe ich erkannt, ist in dem Team zu dem damaligen Zeitpunkt unheimlich schwierig gewesen. Da haben sehr viel gegeneinander gekämpft innerhalb vom Team und da wäre das eigentlich kein Vorwärtskommen gewesen. Und das hat sich ja auch gezeigt dann in der Geschichte vor den Jahren danach, dass hier eigentlich kein erfolgreicher Einsatz mehr möglich war vor dem Team. Jetzt hast du also Erfahrung in der Rennmotorradentwicklung und machst inzwischen aber auch Serienentwicklung. Was sind für dich da die plakativsten Unterschiede? Die Unterschiede sind jetzt gar nicht einmal so riesengroß, weil die Sachen, um die es geht, kann man sagen, ist beim Straßenmotorrad nicht anders als beim Rennstreckenmotorrad. Es kommen da vielleicht ein paar Zusatzattribute noch hinzu, wie Fahrkomfort, Dämpfungsverhalten bei stark unruhigem Untergrund. Ansonsten ist viel ähnlich, weil ich will beim Rennmotorrad wie beim Serienmotorrad ein ganz sanftes Ansprechverhalten haben. Ich will mich nicht super konzentrieren müssen auf so einen Lastwechsel. Das muss sanft, smooth gehen. Das ist beim Motorrad auf der Rennstrecke genauso wichtig wie auf der Straße. Da will ich auch konstant fahren. Ich will, dass das ein leichtes Fahrverhalten hat, dass der Radius gut gefahren wird. Das heißt, dass ich in der Schräglage nicht viel korrigieren muss, sondern dass das Fahrzeug dorthin fährt, wo es mir ungefähr vorstellt. Das will ich im Rennsport genauso wie auf der Straße. Also eine gewisse Mühelosigkeit in der Handhabung. Genau, ja. Das ist
bei allen vorrangig, wurscht ob Rennstrecke oder Straße. Darum, das sind unheimlich viele Parallelen. Die Fahrdynamikentwicklung generell, ABS-Abstimmung, Traktionskontrollen, das ist auf der Straße genauso wichtig wie auf der Rennstrecke. Auf der Rennstrecke geht es darum, um das Limit einfach mehr ausreiten zu können. Auf der Straße eher darum, dass ich halt in jeder Situation sicher unterwegs bin. Ne? Die Feinheiten sind vielleicht ein bisschen anders, aber das hinzuoptimieren ist grundsätzlich der gleiche Weg. Deswegen, also es gibt, man kann das, was man im Gegenteil, also die Erfahrungen, die man auf der Rennstrecke macht und diese Materialitäten und Elektroniken und Aufzeichnungsgeräte, die man da einsetzt, kann man super auf dem Serienmotorrad genauso einsetzen, um vielleicht ein bisschen an das Ziel zu verfolgen, aber der Werdegang dorthin, die Arbeitsweise, das ist genau das Gleiche. Wo warst du eingebunden und wo bist du jetzt eingebunden, bei welchen Projekten oder Marken? Also jetzt zum Schluss in erster Linie bei Horex, da ist eben mit vor einigen Jahren die VR6, also ein besonderes Konzept eigentlich. Ist ja eine relativ abwechslungsreiche Geschichte gewesen. Richtig, bisher. Genau. Ja, also aufleben. Die Geschichte von Horex hat ja sehr viel erlebt mittlerweile und wurde zum Schluss dann eben von der Firma 3C Carbon übernommen und zu dieser Firma habe ich Kontakt gehabt über das Rennteam. Die haben sich damals schon im Rennsport engagiert und hat dann aus Eigeninteresse der Firmeneigner sozusagen gesagt, ja, das würde mich interessieren. Horex ist ein Brand mit einer wahnsinnigen Historie im Hintergrund. Und somit ist man zu dem gekommen und ich war da immer schon in der Technik involviert, in der Entwicklungsschiene, das von der Fahrdynamik zu verbessern, das Fahrzeug. Wie lange bist du da schon dabei? Das ist jetzt im Horex-Bereich selber so um die 5-6 Jahre auf jeden Fall. Weil die Geschichte von Horex, das Wiederaufleben, ist ja älter. Ja. Das kam ja Ende der Nullerjahre, denke ich. Genau. Ist das gestartet. Da hatten wir aber noch nichts damit zu tun. Mit wir meine ich eben Firma 3C. Die hat das erst später gekauft. Das war, glaube ich, 2015 oder sowas, ja. Erst da wurde richtig damit begonnen. Davor war das eher so ein, ich würde mal sagen, ein Versuch, was zu bauen, wo man zwar ein ganzes Motorrad dann zum Schluss zusammengebracht hat, aber das voll mit Problemstellen war. Man hat das nie fertig entwickelt. Also sehr ambitioniert. Genau. Man hat das nie wirklich fertig entwickelt und zur Serienreife gebracht und dort haben wir dann angesetzt und haben halt dann versucht, dieses Fahrzeug oder haben das halt dann dementsprechend weiterentwickelt. Und hat jetzt in letzter Konsequenz in einem neuen Fahrzeug gegipfelt, hat zwar mit dem VR6 nichts mehr zu tun, sondern wir haben aufgrund, dass Horex nächstes Jahr 100 Jahre alt wird, ein Highlight wieder hervorgebracht, nämlich die Horex Regina. Die wird den Älteren von den Fahrern wahrscheinlich noch ein Begriff sein. Das war eigentlich das meistverkaufteste Motorrad in der Nachkriegszeit, in den 50er Jahren, bis zu 20.000 Stück im Jahr verkauft. Das war eigentlich das Bike schlechthin und das hat man neu auferlebt. Da haben wir jetzt die letzten ein, zwei Jahre dran gebastelt, kann man sagen. Mit neuester Materialität, Carbonrahmen etc. Wirklich sehr schön. Also kann man sich mal anschauen. Ist jetzt präsentiert worden, jetzt die letzten Tage auf der Intermod, hat es die Weltpremiere gegeben. Und da haben wir sehr viel investiert. Hat jetzt zwar nichts mit Rennsport zu tun, aber aufgrund der Historie und von dem Design von dem Fahrzeug wirklich interessant. Ist da Fahrwerk zugekauft worden? Ja, also diese Motor auch? Das Fahrwerk ist zugekauft, auch von Paoli. Motor ist großteils Eigenentwicklung und da war viel Entwicklung notwendig und die Fahrdynamik generell, die sich ja ergibt einerseits aus Fahrwerksabstimmung, Chassis und Motorabstimmung, das ist so ein bisschen das, wo ich involviert bin, wo ich sehr viel Input geben kann und auch sehr viel Ideen einbringen kann. Und das ist dann bei so einer Art von Fahrzeug, was so eine Historie mit sich bringt, auch eine sehr reizvolle Aufgabe dann. Ist zwar jetzt kein Sportmotorrad, aber wie wir vorher schon erwähnt haben, muss es nicht immer ein Sportmotorrad sein, weil die physikalischen Prinzipien ist bei jedem Fahrzeug das Gleiche. Arbeitest du bei Rennteams auch noch immer mit in der Motorradentwicklung? Habe ich bis vor kurzem eigentlich viel gemacht, ist aber in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen, weil ich mich sehr stark bei Horex
da integriere und engagiere und dadurch auch von der Zeit her das auch nicht mehr so leicht möglich ist. Was ich sehr viel mache, ist, wir bieten ja für unsere Kundschaften, die Endkunden, ja auch Motorradaufbauten an, die wir komplett aufbauen, meistens Rennstreckenmotorräder, die ich dann auf Wunsch auch noch abstimme und gemeinsam mit den Fahrern dann selber vor Ort dann noch die Abstimmung vornehme, Data-Recording-Auswertungen mache etc. Und das sind so die Sachen, wo ich trotzdem noch sehr viel bis heute auf den Rennmotorrädern sitze und hier auch noch schaue, dass die Performance da maximiert wird und auch auf Rundenzeit nochmal gefahren wird. Das stelle ich mir für die Kunden aber mental recht anspruchsvoll vor, wenn du dann eine Rundenzeit vorlegst mit dem Gerät und dann der Eigentümer selbst das vielleicht nicht in demselben Ausmaß hinbringt. Natürlich, aber das bringt sehr viele Vorteile mit. Zum einen hat er die Sicherheit, dass das Motorrad das kann, grundsätzlich. Das ist ja im Motorradbereich ist die Psyche eine wichtige Geschichte oder ein großer Anteil vom Gesamtergebnis. Und wenn ich schon mal weiß, dass das Motorrad gut abgestimmt ist und das sehr viele Reserven hat und für solche Rundenzeiten gut ist, dann hilft mir das mental schon mal. Ja, weil dann weiß ich, okay, da brauche ich mich um das nicht kümmern, was ja nicht von Haus aus immer so ist. Ne? Weil es gibt sehr viele teure Fahrzeuge, die einfach schlecht abgestimmt sind, die das niemals ermöglichen würden, so schnell zu fahren. Und das ist so der Punkt, wo wir dann ansetzen und sagen, bei uns hört das nicht auf mit dem Aufbau vom Fahrzeug, sondern wir machen noch weiter, stimmen das ab und machen sogar, wenn gewünscht, auch noch die Abstimmung auf den anderen Fahrer. Ne? Wenn der sagt, ja, okay, ich weiß, das geht jetzt so. Ich persönlich habe aber so einen anderen Fahrstil, dass ich das anders brauche oder vorstelle, dann machen wir das natürlich auch noch. Also das ist wirklich ein komplettes Paket, wo es jemand bekommt. Und da bin ich noch viel auf dem Motorrad unterwegs. Das ist jetzt der Umgang mit Kunden. Wie war denn so der Umgang untereinander in der IDM zum Beispiel, wo ihr lange Jahre miteinander verbracht habt, unter den Fahrern? Fahrerin war ja, glaube ich, nur die Lucy Glöckner später dann. Ja, genau. Und die Nina Prinz, die okay, war auch noch genau. Dabei. Also wir haben zwei Mädels gehabt. Wie war es da untereinander? Ich glaube, es ist so gewesen, glaube ich, wie in vielen anderen Bereichen auch, dass du hast ein paar, was du gut verstehst, was du gern Zeit verbringst miteinander und ein paar, wo du jetzt nicht unbedingt schaust, dass du über den Weg läufst. Das ist ganz normal, ist wie im normalen Leben auch. Hat man sich da auch was über die Medien ausgerichtet gelegentlich? Waren da Versuche? Über die Medien eher weniger, aber man hat auf der Strecke draußen, es gibt sehr viel Sachen, wo du mental Einfluss nehmen kannst auf den anderen. Und sowas wurde natürlich auch von meiner Seite massiv eingesetzt, damit man eben auch den vielleicht noch ein bisschen mehr an Dämpfer gibt und der zweifelt, dass das dann schnell genug ist, was sie machen und so. Also man arbeitet da sehr stark mit psychischen Spielchen, das ist dort ganz normal, haben das aber sehr selten über die Medien gespielt. Hab ich generell ungern gemacht. Also wenn, habe ich mir das gern direkt ausgemacht, eben auf der Strecke oder natürlich so. Manchmal gab es auch einen Gesprächsbedarf wahrscheinlich. Ab und aufgrund zu, einer Aktion, ja. Definitiv. Auch ja. Dir ist ja nicht alles gelungen wahrscheinlich. Ja. So ist es. Also ich war zwar, es ist wirklich eher immer auf der vorsichtigen Seite, ich war ein sehr fairer Fahrer. Also wie schaut das mit Stürzen aus in deiner Karriere? Habe ich äußerst wenige gehabt. Also das muss man wirklich sagen. Ist eher ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Ich bin es immer von der vorsichtigen Seite angegangen. Das ist ein bisschen aus meinen Anfangszeiten entstanden, weil ich die finanziellen Ressourcen nicht gehabt habe, zu sagen, ich gehe jetzt Risiko, schau, dass ich da schnell vorwärts komme und wenn der eine oder andere Sturz halt dabei ist, dann ist es halt so. Ich habe gewusst, wenn ich einen Totalschaden produziere, ist das gewesen für die Saison. Ja? Ich hätte mir das nicht finanzieren können. Und dadurch habe ich mir überlegt, wie kann ich an den Grenzbereich rangehen, ohne dass ich permanent Schrott produziere. Und diese Herangehensweise habe ich irgendwie verinnerlicht, unbewusst. Und auch, wie ich die Möglichkeiten gehabt habe, aufs Material gar nicht schauen zu müssen, ist es trotzdem hängen geblieben, weil ich natürlich auch von der Verletzungsseite her immer Respekt gehabt habe und mir das nie egal war, da jetzt zu sagen, naja, wenn ich mal runterfalle, ist es vollkommen egal. Also ich habe immer geschaut, dass das ohne Verletzungen über die Bühne geht und man darf eins nicht vergessen,
Stürzen macht jetzt nicht unbedingt schneller, weil es nimmt dir Testzeit weg, wenn es während des freien Trainings ist. Im Zeittraining Rundenzeit nimmt es da weg, weil du dann wahrscheinlich, wir haben zwar ein Ersatzfahrzeug, aber bis du wieder zurückkommst zum Fahrzeug, du die Reifen wieder dort rein montiert kriegst und hast meistens dann nur mehr ein paar Minuten Zeit vielleicht für eine schnelle Runde. Das ist sehr schwierig und im Rennen besonders, weil wenn du im Rennen runterfällst, fallen da Punkte. Das heißt, Stürzen ist immer mit sehr vielen Nachteilen behaftet. Sind die anderen also mehr gestürzt als du? Ja. Also es gibt eigentlich keinen, der so wenig gestürzt ist wie sie. Gibt es da Beispiele, wo man sagt, jetzt ist dann langsam genug mit dem Stürzen? Sollte man sich vielleicht was überlegen? Ja, absolut. Also mir hat es oft gewundert, wie beratungsresistent manche meiner Kollegen da oft waren. Also wir haben teilweise Fahrer gehabt, die sind über 20 Mal pro Saison oft vom Motorrad runtergefallen. Ist natürlich fürs Team auch ein Drama, weil das natürlich auch finanzielle Geschichten dann mit sich bringt, aber auch vom Verletzungsrisiko. Obwohl sie die oft selten verletzt haben, interessanterweise, weil die schon gewusst haben, wie sie runterfallen, dass sie nicht wehtun. Aber jetzt im Vergleich, also es gibt manche, die sind 20 Mal gestürzt in der Saison, 20 Mal bin ich in meiner ganzen Karriere nicht runtergefallen. Selbst verschuldet. Ja. Also die meisten Stürze, die ich gehabt habe, waren meistens, weil mir irgendeiner reingerutscht ist, mir abgeschossen hat oder sowas. Das kommt schon vor. Aber wirklich selbst verschuldete Stürze. In meiner ganzen Karriere, ich weiß nicht, ob man zwei Hände voll zusammenbringt. Also das war sehr überschaubar. Also wenn ich ein oder zwei Stürze in der Saison gehabt habe, war das richtig viel. Ja. Alle Trainings mit eingerechnet. Wir sind ja viel unterwegs gewesen. Hast du Teamkollegen gehabt, die da vielleicht etwas anfälliger waren? Teamkollegen nicht, aber zumindest, also der Michael war da sehr anfällig, der ist sehr oft runtergefallen. Der Herr Hansiger? Der Schumacher. Ah, der Schumacher, ja. Okay. Der hat ein bisschen eine andere Herangehensweise gehabt, aber was sicher ein bisschen hervorgestochen ist, war so in meinen Anfangszeiten in der deutschen Meisterschaft. Da haben wir doch echt jemanden gehabt, der es geschafft hat, in einem Rennen dreimal zu stürzen und jedes Mal in Führung liegend. Ja, also der ist in einem Rennen wirklich dreimal in Führung liegend runtergefallen. Der muss aber sehr schnell gewesen sein grundsätzlich. Genau, der war brandschnell, muss man auch sagen. Das waren so sehr diffuse Verhältnisse, war so halb feucht, sehr schwierig. Ich die Rennstrecke gar nicht wirklich gekannt, damals noch neu gewesen. Und da bist du natürlich vorsichtig unterwegs. Und da hat mich der schon beeindruckt, ne? Weil der ist einfach... Ich glaube, um 2 Sekunden schneller gefahren als der Rest der Welt. Und hat das natürlich mit sehr hohem Risiko halt in Kauf genommen, ist dementsprechend oft runtergefallen. Aber was mich so beeindruckt hat, ist, dass der immer so einen Vorsprung rausgefahren hat, dass der nach dem Sturz in der Lage war, wieder an die Spitze vorzufahren. Und mit viel Risiko natürlich, ist natürlich wieder runtergefallen. Aber dreimal runterfallen in einem Rennen, in Führung liegend, glaube ich nicht, dass das jemals gegeben hat. Vor allem, weil die anderen ja auch keine Anfänger sind. Das war ja eine hochbesetzte Meisterschaft. Ja, genau. Also man muss gerade in den Anfangszeiten muss man generell ausholen. Das war für mich auch überwältigend. Wir waren 80 Starter. Das bedeutet, wir haben müssen die Zeittrainings, es ist ja nicht nur je nach Rennstrecke, aber im Schnitt maximal 40 bis 44 Leute gleichzeitig zugelassen auf der Rennstrecke. Das heißt, wir haben die Zeittrainings in 2 Gruppen gefahren und sind dann zum Schluss zusammengeschachtelt worden. Das heißt, er ist der Schnellste von der ersten Gruppe und der Schnellste von der zweiten Gruppe. Und so ist es zusammengeschachtelt worden. Weil es hat ja passieren können, dass beide Gruppen in unterschiedliche Bedingungen fahren. Und deswegen konnte man das nicht rein nach Rundenzeit machen, sondern man muss, also sehr kompliziert gewesen. Auf jeden Fall über 80 Fahrer, war Wahnsinn. Also da sind über 40 Fahrer heimgefahren, ohne im Rennen zugelassen zu werden. Weil sie aus Qualifying nicht rausgekommen genau, sind. Genau. Und da war das eine hohe Leistungsdichte, die wir damals eigentlich gehabt haben in der Szenerie. Und da sind halt, wie gesagt, dann solche lustigen, für den Außenstehenden halt lustige Storys passiert, wenn man es auf die Stürze runterbricht, dass man wirklich da jetzt jemanden gehabt hat, der da so oft gestürzt ist. Ja. Das heißt, du hast aber deine Rennkarriere nicht beendet aus finanziellen Gründen, weil das war ja kein Thema mehr in dieser Zeit, sondern was waren die Gründe, mit dem Rennen aufzuhören? Ich habe nie definitiv wirklich aufgehört, also eigentlich bis heute nicht, wo ich gesagt habe, ich ziehe mich da komplett zurück. Heute, ich würde es zwar nicht mehr jetzt machen, aber der Plan war eigentlich mit KTM in die WM dazu gehen. Das war für mich generell eigentlich der letzte Zug, den ich machen wollte in der ganzen Karriere. Ein vernünftiges WM-Engagement.
Auch schon mit knapp 40, darf man nicht vergessen. Richtig, damals, nicht? Ja. Genau. Also ich war ja damals schon immer der Jüngste. Deswegen wollte ich das auch nur mehr machen, wenn das aussichtsreich gewesen wäre. Dass man sagt, wir sind da auch erfolgreich dabei. Da jetzt mit irgendeinem schlecht arbeitenden Team da reinzuspringen, um zu sagen, ich fahre jetzt eine komplette WM-Saison, das hat mich nicht mehr motiviert. Also wenn, dann wollte ich schon mit einem validen Team dorthin gehen. Und da hat sich leider dann diese Situation dann nicht mehr ergeben. Ich hätte zwar viele Möglichkeiten gehabt, WM zu fahren, aber das waren alles Möglichkeiten, wo ich gesagt habe, das bringt mich nicht weiter, weil wenn, wäre für mich das Ziel nur mehr gewesen, in der WM vorne mitzufahren. Du hättest auch Gold mitbringen müssen wahrscheinlich dann für andere Möglichkeiten. Hätte ich nicht, also in meiner Qualität an Fahrern, ich hätte auch so dort fahren können, aber auch das war mir dann nicht ausreichend, weil das heißt, ein Jahr dann gemacht und dann hast du keine Erfolge gebracht, dann bist du sowieso dort auch weg vom Fenster. Ja. Also für mich war schon klar, wenn, dann muss das was Vernünftiges sein. Und mit KTM hätte es genau gepasst. Und nachdem sie dann, es hat sich dann eben diese MotoGP-Geschichte noch ergeben, wo ich gesagt habe, okay, das interessiert mich, da haben wir zwar auch keine Chance vorne mitzufahren, aber das ist eine Szenerie, wo ich noch keinen Zugang gehabt habe, wo man mit Motorrädern arbeitet, die keinem Reglement, nahezu keinem Reglement unterliegen, was du alles machen darfst, was für mich von der technischen Seite interessant war. Also für mich war da eher im Vordergrund, mit einem Fahrzeug arbeiten zu können, wo du mal alles machen darfst. Das habe ich vorher auch nicht gehabt, weil auch ein Superbike, ein WM-Superbike, auch Regularien unterliegt. Also da darfst du auch nicht grob da eingreifen. Da kannst du jetzt offiziell darfst du halt keinen Rahmen ändern und so. Dort haben wir alle Freiheiten gehabt. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, das interessiert mich. Da habe ich zwar gewusst, da werden wir keine Chance haben, aber mit dem, wie man das angeleiert hat, wie wir vorher schon besprochen haben, war ja da mehr dahinter noch für die folgenden Jahre. Und da habe ich gesagt, das ist echt interessant. Und das war der Grund, warum ich mich dann dort schon bereit erklärt habe, mich da zu engagieren. Und war eine tolle Zeit. Also es hat zwar nicht lange gedauert, nur das eine Jahr, wo man da an dem gearbeitet hat, aber mir hat es meinen Horizont nochmal enorm erweitert, weil ich Kontakt mit dem besten Fahrer der Welt gehabt habe, direkt auf der Rennstrecke, mit den besten Motorrädern, die es zu dem Zeitpunkt gegeben hat und auch die Unterschiede erkennen konnte. Wo haben die Benefit, wo fällt es bei unserem Fahrzeug? Kann man auf das aufschließen? Was müsste man ändern, dass man aufschließen könnte? Solche Sachen, also richtig essentielle Dinge, die du so als Normalsterblicher nie erfahren wirst. Habe ich durch diesen Zugang gehabt. Und das war für mich auch in erster Linie von der technischen Seite super interessant. Fahrerseite natürlich, weil du mit den Besten der Besten unterwegs warst. Und da erkennen hast können, wie groß sind die Unterschiede. Und das war das, was mich gefreut hat, ist, dass die Unterschiede gar nicht groß waren. Also da war ich pass erstaunt, um zu sehen, dass sehr viel aus dem Motorrad kommt, dass man bis zu einem gewissen Grad egalisieren könnte. In die letzte halbe Sekunde reinzukommen, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Aber auf Tuchfühlung mit dir zu kommen, wäre möglich. Und das war für mich einfach eine total innerliche Befriedigung, weil ich gewusst habe, ich habe es eigentlich zusammengebracht, bis zu den Schnellsten der Schnellsten aufschließen zu können. 15 Jahre, nachdem du das erste Mal auf einer Rundstrecke warst. Ja. Genau, ja. Zu sehen, dass es fahrerisch kaum Unterschiede gegeben hat, natürlich in Nuancen, die sind mit dem Motorrad jahrelang unterwegs, die kennen die Materie, ich war da neu. Dass es da natürlich ein paar Handicaps gibt, ist keine Frage. Aber wenn ich weiß ja, was passiert, wenn du mal eine komplette Saison auf ein Material verbringen kannst, was du da an Steps machst. Und du kannst es dann schon einschätzen. Ist das erreichbar, was der da vor mir fährt, oder ist das unerreichbar? Und das war für mich einfach so eine Erleichterung zu sehen, ich habe das wirklich so weit richtig gemacht, ich habe mich in die richtige Richtung entwickelt. Das, was die da machen, ist in Wahrheit nicht viel was anderes, als was ich die letzten Jahre gemacht habe, nur ein bisschen mit einem anderen Zugang, anderem Material, und das, bin ich überzeugt, hätte ich auch erreichen können. Vielleicht jetzt nicht, dass es ausreicht, dass du da gewinnst, aber um den Anschluss dort zu kriegen, wäre das möglich gewesen. Und das kriegst du halt leider nicht in die Wiege gelegt, das kriegst du auch nicht, diese Möglichkeit, wenn du nur schnell bist oder super erfolgreich bist. Da müssen so viele politische Sachen im Hintergrund zusammenspielen. Du musst einen Markt hinter dir haben, der interessant ist, was du in Österreich schon mal schwer tust. Der Importeur von deinem Land muss sehr stark sein innerhalb dieses Konzerns, der sagt,
Ich will aber, dass auch ein Fahrer von unserem Land auf dem Werksmotorrad sitzt, der dort pusht, solche Sachen. Also da geht es nicht nur um die Erfolge und um schnelle Fahren, das ist nur Voraussetzung. Da müssen dann so viele Sachen im Hintergrund noch zusammenspülen, dass du schlussendlich dorthin kommst. Das gelingt nur ganz wenigen. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schon relativ alt. Also ich war jetzt nicht immer mehr der Nachwuchsfahrer, wenn man so will, in den Jahren, wo ich damals die Möglichkeit gehabt habe, in die Szenerie dann reinzuspringen. Und somit war ich natürlich nicht mehr erste Wahl, was das betrifft. Habe keinen Markt hinter mir gehabt. Darum sieht man ja in erster Linie Spanier, Italiener, Franzosen, wo der Markt riesiger ist im Verhältnis zu dem, was wir da im deutschsprachigen Raum haben. Und deswegen haben die natürlich eine andere Gewichtung, wenn es dann zur finalen Entscheidung geht, wer kriegt denn jetzt das Werksmotorrad? Ist es der Fahrer, weil gut fahren dann die alle in einer gewissen Hinsicht. Ja. Die Unterschiede, die man jetzt sieht, dass der vorne ist oder der vorne ist, ist jetzt nicht dem geschuldet, dass der um so viel besser fährt, sondern das gesamte Paket immer gezeigt wird. Was kann der Fahrer mit dem Motorrad machen? Und da hängt viel davon ab, wie gut arbeitet das Team, kriegen sie es so abgestimmt, dass er gut damit klarkommt. Das ist eigentlich entscheidend. Man kann nicht mehr sagen, das ist ein schlechter Fahrer, das ist ein guter Fahrer, das ist ein schlechtes Motorrad, ein gutes Motorrad. Das sind alle auf einem Top-Level. Gewinnen tut dann immer der, der es schafft, in dieser kurzen Zeit, wie wir vorher gesprochen haben, diese limitierende Testzeit, was auch für die gilt, deren Paket am schnellsten hinzubekommen. Wobei MotoGP ist ja das Budget nicht das Problem für die Testzeit, sondern es ist ja vom Reglement her eingeschränkt. Da ist vom Reglement, genau. Das heißt, ich darf nur zum einen als Einsatzteam auf ein oder zwei Strecken testen, die ich vorher bekannt geben muss. Darf nicht woanders hingehen. Darum haben ja die großen Teams ja dann auch eigene Testteams, die im Hintergrund dann überall testen dürfen. Und auch die Anzahl der Tests ist dann auch limitiert. Ja. Und dadurch ist auch in dieser Liga das Limitierendste. Ja. Weniger das Finanzielle oder die Materialmöglichkeit, sondern wirklich die Zeit, die man da verbringen kann auf der Rennstrecke, um Sachen zu verbessern. Und das ist aber dann das Entscheidende. Wer schafft es in dieser Zeit, die ja für alle gleich ist, das Paket am weitesten zu entwickeln. Es gibt vielleicht noch ein paar Ausnahmen, wie es am Marquez zum Beispiel war, eine Zeit lang, muss man auch sagen, wo einfach das Fahrzeug exakt das gemacht hat, was er gebraucht hat, um seinen extravaganten Fahrstil umsetzen zu können. Darum war der eine Zeit lang auch so stark. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, der ist jetzt per se um so viel schneller als alle anderen, sondern da hat einfach das gestimmt. Man sieht jetzt, wo das Fahrzeug ein bisschen andere Richtung entwickelt wurde, und nicht nur mehr auf ihn zugeschnitten wurde, weil er jetzt doch länger außer Gefecht war, tut er sich mittlerweile schon wieder richtig schwer. Also es ist nicht so, dass er jetzt wieder aufsteigt und einfach vorne wegfährt, ohne Probleme. Er hat eine Verletzung gehabt, er muss ja wieder da. Also man darf nicht so ein bisschen in das Schema reinfallen, was natürlich immer sehr einfach ist zu sagen, der gewinnt immer, das ist der beste Fahrer. Das ist nicht der Fall. Es geht um das Gesamte. In der Formel 1 sieht man es vielleicht oft besser. Da hängt es teilweise sogar noch mehr vom Auto ab als vom Fahrer. Da sind meistens die Teams, die ihr Auto am besten in den Griff haben, meistens geschlossen fahren. Autorennsport, wäre das eine Möglichkeit gewesen für dich, nach der Motorradkarriere noch weiter Motorsport zu betreiben? Wäre eventuell eine Möglichkeit gewesen, hat mich aber noch nie so fasziniert, muss ich sagen. Für mich wäre eigentlich der Schritt oder der Switch auch zum Auto ein bisschen ein Rückschritt gewesen. Rein von der fahrerischen Seite her. Es wäre was Interessantes gewesen, weil es was anderes ist. Ich habe es ein bisschen so nebenbei betrieben. Also mich hat die Fahrdynamik vom Motorrad natürlich auch ein bisschen interessiert. Ja. Vom Auto meinst du? Vom Auto, ja, genau. Habe auch bei einige Fahrtechnik-Wettbewerbe mal mitgemacht. Also ÖMTC hat einmal einen ausgeschrieben zu dem damaligen Zeitpunkt, wo ich eigentlich österreichweit gewonnen habe. Also da waren einige tausend Teilnehmer. Ich weiß nicht, ob das ist schon lange her. Hat James Carson war ein Fahrtechnik-Wettbewerb. Habe dadurch auch ein Auto gewonnen, weil ich den Fahrtechnik-Wettbewerb gewonnen habe. Also das waren einige tausende Teilnehmer. Also man hat auch gesehen, dass ich am Autobereich ein ganz gutes Gefühl gehabt hätte oder immer noch habe. Aber es hat mich dann schlussendlich nicht wirklich gereizt.
ein Auto schnell, ganz schnell oder schneller zu bewegen als die schnellsten, das ist auch wieder eine Herausforderung. Ja, also das ist nicht so einfach. Aber ein Auto an den Grenzbereich zu bringen, ist viel einfacher als ein Motorrad an den Grenzbereich zu bringen. Ist auch risikoärmer. Definitiv, genau. Ja. Und darum ist es auch leichter. Erstens einmal die Überwindung und auch der Vorteil von Auto im Vergleich zum Motorrad ist ja, dass wenn ich auch leichter mal über die Grenze gehe, beim Auto verliere ich nicht einen stabilen Fahrzustand automatisch. Das heißt, wenn das einmal ein bisschen stärker übersteuert, habe ich noch die Möglichkeit, das abzufangen oder wenn es stark über die Vorderräder schiebt, ist das auch jetzt kein Beinbruch grundsätzlich. Beim Motorrad ist das was anderes. Da verlasse ich sofort einen stabilen Fahrzustand und das ändert, wenn ich nicht wirklich eine hohe Fähigkeit am Motorrad habe, meistens in einem Crash. So wie man es beim Herrn Marquez sieht, wenn er mit dem Ellbogen wieder etwas auffängt, zum Beispiel. Ja. Genau, also man braucht da schon sehr viel motorische Feinfühligkeit, um hier solche Rutscher und solche Sachen wieder abfangen zu können. Ich habe auch in die Szenerie deswegen nie wirklich Kontakte gehabt, große, wo sie das dann auch ergeben hätte. Es wäre wahrscheinlich möglich gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich hätte es machen wollen unbedingt, dann gibt es immer irgendwie einen Weg. Aber das war für mich nie vorrangig. Ich bin eigentlich immer gerne dem Motorrad treu geblieben und mache es auch heute noch gerne, weil ich, wenn man so einen Erfahrungsschatz hat, man so die Hintergründe versteht von solchen Fahrzeugen und wenn man mit anderen darüber redet, oft so die Hintergründe schon weiß oder Antworten schon kennt, wo man weiß, die weiß sonst keiner, das schon eine gewisse innerliche Genugtuung gibt, zu wissen, dass man auf dem Sektor so weit gekommen ist, dass ich mir jetzt nicht unbedingt das mit dem Auto jetzt auch noch antun muss, auch wenn es seine Reize hätte, aber ist auch vom Kostenfaktor und so ist es ein Auto nochmal eine komplett andere Hausnummer. Wenn man jetzt sagt, man fährt da nicht vorne mit oder ist dort sehr angesagt, wo man das Material dementsprechend auch bekommt und das alles selbst finanzieren muss, ist das nicht ein Anreiz. Also ich bin gewohnt gewesen, Motorsport betreiben zu können, ohne dass ich das jetzt selber finanzieren muss, weil ich dementsprechend auch Leistungen abgeliefert habe. Und beim Auto fängt es halt dann wieder von vorne an. Also, und nachdem es mir jetzt nicht so gereizt hat, muss ich sagen, hat sich da nie was ergeben. Hättest du Wünsche für den Motorradsport, was sich verändern sollte für die Zukunft? Gibt es da was schon länger im Kopf ist? Was ich mir für den Motorradsport wünschen würde, ist so, dass der Stellenwert von dem Rennsport Motorrad an sich wieder so ein bisschen zurückgeht, wie es früher war. Wie, wenn ich zurückdenke in meine jungen Jahre, war der Motorradrennsport, hat das richtig Ansehen gehabt. Ich meine, MotoGP ist heute eh nach wie vor gut, aber so der Rest ist irgendwie nicht mehr präsent. Auch wenn man sich das anschaut, österreichweit. Ich meine, wir haben wirklich, wirklich gute Leute aus Österreich gehabt. Jetzt nicht nur Fahrer, sondern auch Techniker, die bis in den höchsten Rennsportligen da tätig waren. Das ist alles irgendwie in Vergessenheit geraten. Man hat keine nationale Meisterschaft mehr. Der Aufbau von neuen Fahrern ist deswegen unheimlich schwierig. Du hast keine Rennserie mehr in Österreich, keine österreichische Meisterschaft an sich. Da würde ich mir wünschen, dass man das irgendwie wieder hinkriegt, das wieder ein bisschen besser aufzubauen, wieder auf bessere Füße zu stellen, wohl wissend, dass das heute aufgrund der finanziellen Struktur der Importeure und Hersteller fast nicht mehr möglich ist. Aber trotzdem, wenn ich sage, wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich das gerne im Motorradbereich wieder besser sehen, so ähnlich wie es damals war. Damals hat man sehr von den Rennfahrern vielleicht extreme Charaktere. Es war, wenn ich so zurückdenke, Carl Fogarty, Wayne Gardner, Rain Rainey. Das waren richtige Hautegen, echt coole Typen. Das ist heute so ein bisschen abhanden gekommen. Heute sind die Rennfahrer eher ein bisschen was Altglattes, Gezüchtetes. Und es gibt schon einen Kyle Crutchlow, noch einen Jack Miller zum Beispiel, die vielleicht in dieses Bild noch reinpassen würden. Die nur ein bisschen in das Bild reinpassen. Aber so der Großteil ist eher so Weichgewaschenes, wo es jetzt nicht mehr so hervorspringt. Im Autorennsport auch nicht ganz so viel anders. Genau. Du hast da sicher ein bisschen mehr Einblick noch in diese Szene, aber es ist dort nichts anderes. Ja. Also man hat, wenn man so zurückdenkt, so der Letzte, der so aus der Szene ist, war noch Alonso,
der bis jetzt vor kurzem ja dann noch aktiv war. Ne? Ja, fährt ja noch. Er fährt noch, aber ist jetzt nicht mehr so in Erscheinung. Ne? Und die Großen von früher, die man bis heute kennt, die wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr geben. Ne? Kimi Räikkönen war vielleicht noch der letzte, Räikkönen, dem entspricht, was du schilderst. Ja. Der einen Charakter gehabt hat, der einmal was gesagt hat, was total unangebracht war, was aus Emotion heraus einfach rausbläht hat. Das waren so Sachen, die den Zuschauer begeistert. Den Zuschauer begeistert nicht, wenn der 5 Zehntel schneller oder langsamer fährt. Jetzt gesamt gesehen. Auch wenn die Rundenzeit um 2 Sekunden schneller ist, das nimmt der Zuschauer nicht wahr. Das nimmst du nicht wahr, kannst du auch nicht wahrnehmen, weil das siehst du von außen nicht. Das ist im Motorradbereich nicht anders. Deswegen die Rundenzeit an sich tut dem überhaupt nichts dazu, das interessant zu machen. Da ist es wichtig, interessante Kämpfe zu haben. Das ist das, was man eben ein bisschen im Autobereich auch immer ein bisschen fällt und abgeht. Ja. Die Fahrdynamik, die du von außen siehst, wenn du ein Motorrad beobachtest, in der Schräglage, wenn das quer geht und was du da machen musst, das ist ganz was anderes, als wenn du Auto um eine Kurve fahren siehst. Da siehst du von außen gar nichts. Ja. Was da abläuft. Beim Motorrad kannst du das eher. Das ist der Grund, warum mich das immer mehr fasziniert hat. Und warum, glaube ich, auch für viele Zuschauer das teilweise interessanter ist. Du hast für viele natürlich auch mal Crashs, die zwar für die Fahrer nicht sehr klasse sind, aber natürlich spektakulär nach außen wirken. Und ja, das gepaart in frühere Zeiten noch mit sehr starken Charakteren im Sattel sitzend, ist natürlich eine voll interessante Geschichte gewesen, das zu beobachten und das mitzuverfolgen, was heute ein bisschen abhanden gekommen ist. Es gibt den einen oder anderen, aber es ist wie überall in jedem Bereich des Lebens. Es wird alles so an die Spitze getrieben, dass du auch aus Fahrerseite du gar nicht mehr so agieren kannst. Ja, es sind so viele Sponsoren da im Hintergrund, so viel Politik, das schauen so viele Entscheidungsträger zu. Du kannst das als Fahrer gar nicht mehr leisten, da jetzt irgendeinen Spruch reinzuhauen, wo vielleicht du dann 3 oder 4 der Sponsoren vergrämst und so. Oder wenn die dann abspringen, hat das Team gleich ein Problem und so. Das war früher alles ein bisschen anders. Früher war man nicht gleich jemanden böse, der einfach einmal seine Meinung einfach so auf den Tisch gehauen hat vor den Medien, wo das breitgetreten wurde. Das war halt einmal so. Und was kannst du aus deiner Erfahrung jetzt jungen Menschen empfehlen, die in den Motorsport einsteigen möchten? Das wird dem Motorrad und Auto sich grundlegend ja nicht so wahnsinnig unterscheiden. Zunächst einmal genau überlegen, ob sie das machen wollen oder nicht. Es ist nämlich, man muss leider sagen, heutzutage einer der schwierigsten Zeiten, da reinzusteigen. Wenn man es jetzt nicht komplett selbst finanzieren möchte. Hier in Bereiche zu kommen, wo man sagt, man kann wirklich wohin gelangen, wo man nichts zahlen muss oder sogar bezahlt bekommt, ist heutzutage unglaublich schwierig und nur mehr durch einen hohen Eigeninvest möglich. Das ist im Automobilbereich noch viel, viel ärger ausgeprägt als im Motorrad, weil es hier die Unterstützung, wie es zu meiner Zeit von den Importeuren gegeben hat, den Herstellern direkt, heute nicht mehr gibt, ist komplett weg. Ja, also im deutschsprachigen Raum existiert sowas nicht. Also für mich war es damals überhaupt keine Schwierigkeit, mit den Leistungen, die ich damals gebracht habe, das Material alles zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das heißt, das Verhandeln mit dem Herrn Bönsken damals bei Suzuki war auf Augenhöhe, war absolut. Ich bitte, ich bringe dafür. Ganz genau. Okay. Wie das damals hochgekommen ist, dass ich eventuell auf Suzuki da umswitche und die ersten Gespräche geführt habe, das war eigentlich nie ein Thema, dass ich das nicht das komplette Material, was ich brauche oder benötige, nicht gestellt bekomme. Im Gegenteil, also man hat dann noch zusätzlich was da gekriegt und da gekriegt. Also ich muss auch sagen, mir ist es da sehr gut gegangen. Gegen Ende dann überhaupt. Ne? Also das ist ja in Wahrheit die Großteils der Firma, das ich mir da aufgebaut habe, ist eigentlich aus den Einnahmen, die ich aus dem Rennsport damals gehabt habe, eigentlich entstanden, weil mir bewusst war, dass ich das nicht ewig machen kann. Ist ja auch wenigen gelungen, mit Null zu starten und sich ein Unternehmen aufzubauen, ein so erfolgreiches und florierendes Unternehmen mit dem Einkommen aus dem Rennsport. Das ist ja auch außergewöhnlich. Richtig, weil es ist schon außergewöhnlich, überhaupt Einkommen zu haben aus einem Rennsport. Aus Österreichs Sicht, muss man auch dazu sagen. Aus Deutschland hat man sich schon ein bisschen leichter getan, aber aus österreichischer Sicht musst du ja schon mal den Sprung
aus Österreich nach Deutschland, sage ich mal, jetzt einmal schaffen. Weil Deutschland ja schon einmal der 10-fache Markt ist und auch die Importeure da deutlich mehr Potenzial haben und auch mehr finanzielle Ressourcen. Und du hast viel mehr Hürden, die du nehmen musst von den kleineren Ländern, wenn man da kommt. Und Österreich ist wirklich, in Österreich ist ja der Motorradsport oder der Motorsport im Allgemeinen in der öffentlichen Ansehung ja auch nicht wirklich hochgestellt. Motorsport, das sind alles die Wahnsinnigen, die Wüden, die Leben riskieren und nur auf der Straße rumballern und nichts im Kopf haben. Also da das Ansehen in Österreich ist leider auch sehr problematisch. Das spielt natürlich da alles auch mit. In Österreich musst Fußballspieler sein, da musst Tennisspieler sein oder Skifahrer. Ja. Das sind die drei Sportarten, wenn man es zu was bringen möchte, wo man sagt, man hat auch finanziell die Möglichkeit, dann von dem zu leben, dann muss man auf sowas gehen. Ja. Der Motorsport ist ja sogar noch das Gegenteil. Da hast du wenig Möglichkeiten, da was einzunehmen, aber irre viel Voraussetzungen, dass du da irrsinnig viel investieren musst. Also das muss einem bewusst sein, dass das auf jeden Fall heutzutage wirklich schwierig wird. Wenn jemand da wirklich einsteigen möchte in die Geschichte, kann man eigentlich nur raten, in irgendwelche Nachwuchsserien reinzuhüpfen, wie so ein Junior Cup, wo wirklich auf gleichwertigem Material da gefahren wird, über so eine Schiene reinzukommen. Da muss man aber wirklich noch sehr jung sein, weil sonst wird man dort dann auch nicht mehr genommen. KTM macht da jetzt so ein paar Geschichten, die das ein wenig fördert. Anders, so wie ich begonnen habe, dass du sagst, man macht das in Eigenregie, mit einem eigenen Motorrad, fährt dorthin, fährt bei ein paar Hobbyrennen mit, versucht da weiterzukommen, ist heute, ohne dass man das alles weit rauf selbst finanzieren muss, fast nicht möglich. Ja. Also es ist leider so, würde man wünschen, dass das anders ist. Oder einfacher wäre, wenn man da Spanien hernimmt zum Beispiel, die haben sehr viele Nachwuchsmöglichkeiten. Also da wird es teilweise von der nationalen Organisation finanziert teilweise. Also man braucht da gar nicht viel Geld mitbringen und hat die Möglichkeit schon in Talent-Cups da mitzufahren. Da werden teilweise Fahrzeuge gestellt, man wird kurz einmal beobachtet und wenn man sieht, aus denen könnte was werden, wird man gefördert und so. Da ist ein ganz anderer Zugang. In Österreich ist einfach das Bewusstsein nicht da, hier das pushen zu wollen. Auch die Notwendigkeit nicht, ne? Weil man die Motorräder in Österreich so und so verkauft oder nicht verkauft, wurscht, ob da jetzt ein guter Fahrer drauf sitzt oder nicht, oder ob man im Land hat. In Spanien, Frankreich, Italien ist das schon einmal ein anderer Zugang. Die wissen, dass man Motorräder über sowas verkaufen kann und das auch zieht, weil die Bevölkerung danach strebt. Ja, Rossi ist ein Nationalheld in Italien. In Österreich kannst du am Motorsport alles bereißen, aber du wirst nie ein Ansehen haben wie ein Rossi in Italien zum Beispiel. Und das ist auch sicher ein Hintergrund, dass die Akzeptanz im eigenen Land für diesen Bereich nicht gegeben ist. Im Gegenteil, Motorrad wird überall mehr gecancelt, du darfst viele Strecken nicht mehr fahren. Es gibt viele schwarze Schafe darunter, die das natürlich auch ein bisschen provozieren, keine Frage. Aber das zeigt auch, dass das fast nicht mehr gewünscht ist bei uns und das leider alles in ein schlechtes Licht rückt. Wenn du in der Zeitung was vom Motorrad lässt, dann meistens, wenn einer mit über 200 irgendwo geblitzt worden ist oder einen massiven Unfall gebaut hat oder gestorben ist, du hörst nur die Unfallszahlen und sonst hörst du vom Motorrad eigentlich in einer Zeitung fast nichts. Und das prägt natürlich das allgemeine Bild, was die Leute oder die Bevölkerung von so einer Sportart haben. Und es wirkt auch auf den Nachwuchs. Genau. Auf jeden Fall. Weil jeder dann sagt, na, jetzt lass die Finger davon, siehst du, das sind alles nur halsbrecherische Sachen, die da machen. Also das zieht natürlich bis dorthin, ist das rückwirkend und verhindert, dass sich hier eine Szenerie aufbauen kann, die nachwuchsfördernd arbeiten kann, die Leute hervorbringt in der Szenerie, obwohl wir mit KTM einen riesen Hersteller eigentlich in Österreich haben. Wir haben einen heimischen Hersteller, das können nicht viele Länder behaupten. Noch dazu erfolgreich und trotzdem, ich meine, mit dem KTM-Engagement ist es besser geworden. Seitdem liest man auch fast vor jedem MotoGP-Rennen in einer Zeitschrift, in einer Zeitung, in einer allgemeinen. Das hat es ja früher gar nicht gegeben.
Motorradsport war ja ausgeblendet. Das hast du in den österreichischen Medien, außer in den Fachmagazinen, ja gar nichts mitgekriegt. Automobilsport eher noch, weil wir doch ab und zu mal Formel-1-Fahrer gehabt haben, Wurz und Co., die da ein bisschen lauter natürlich in der Vorzeit noch da für Furore gesorgt haben. Das war ein bisschen in den Köpfen drinnen. Aber Motorradbereich ist eigentlich verschwindend gering gewesen und dadurch die Akzeptanz leider nicht da. Gibt es irgendein Fahrzeug, das du verstecken würdest, wenn es notwendig wäre, weil man das eine Zeit lang nicht benutzen darf zum Beispiel? Habe eigentlich jetzt nichts Spezielles, weil alles, was wirklich so interessant ist an Technik und so Sachen, eigentlich derzeit Einsatz findet. Ist nichts, wo ich sage, das wäre jetzt total revolutionär. Also hätte jetzt nichts Spezielles. Fällt mir nichts ein. Hättest du irgendein Fahrzeug gerne wieder, das du verkauft hast? Nicht, was ich verkauft habe, sondern was eigentlich für Weiterentwicklung verwendet wurde und deswegen von mir abhanden gekommen ist. Das ist die RC8. Das ist ein Fahrzeug, wo ich sage, da verbinde ich sehr viel Emotion, weil das eine sehr prägende Zeit war. Es war eine sehr schöne Zeit mit KTM gemeinsam, mit dem Team, wo ich damals gearbeitet habe. Das verbindet sehr viele schöne Emotionen. Wir waren eigentlich der David gegen Goliath damals und haben es trotzdem geschafft, wirklich überlegen dann zu gewinnen. Gibt es die Fahrzeuge noch? Eins der Fahrzeuge gibt es noch, was ich weiß, was aber für Weiterentwicklungszwecke teilweise ein bisschen zerlegt worden ist. Also das sind so die Sachen, wo ich schon noch mal gern bei mir hätte, jetzt rein als ein bisschen Andenken, das ins Wohnzimmer zu stellen und ein bisschen diese Emotion wieder zurückzubekommen, was man damals gehabt hat mit dem Fahrzeug, war vom Klang einzigartig, das Ding. Begeistert mich auch heute, wenn man es noch sieht. Leider sieht man es immer seltener, weil sie es ja schon lange nicht mehr produzieren. Finde die RC8 war echt ein gelungenes Fahrzeug mit einem sehr außergewöhnlichen Design, was bis heute noch hübsch rüberkommt und anmutend wirkt. Deswegen, das ist eines der Fahrzeuge, wo ich sage, das würde ich gerne wieder haben. Ja. Welche Strecke liegt dir als Fahrer am besten? Wie ich schon eingangs erwähnt habe, die technisch anspruchsvollen. Und da ist, wenn ich so die deutsche Meisterschaft mal anschaue, weil dort die meiste Zeit gefahren bin, ein Highlight sicher der Sachsenring. Sachsenring ist eine Kurve nach der anderen, extrem kupiert, geht stark bergab, bergauf, in Schräglage, blinde Kurven. Das ist sicher eine meiner Lieblingsstrecken. Ja. Welche Rennserie wäre interessant ohne Budgetgrenzen? Würde mich eher MotoGP interessieren, weil man einfach in die Vollen gehen kann dort von der Technikseite her und die Technik freien Lauf lassen kann. Also das ist sicher, wenn es, wie du richtig erwähnt hast, budgetseitig hier keine Limits gibt, was natürlich dort den Rahmen gleich sprengen würde, nämlich ist das sicher einer der interessantesten Spielwiesen, die man als Techniker und natürlich als Fahrer dann haben könnte. Ja. Gibt es irgendjemanden, mit dem du gerne mal mitfahren würdest oder zum Beispiel gemeinsam enger von der Rennstrecke unterwegs sein? Nachdem ich eigentlich die Möglichkeiten gehabt habe, mit fast alle Größen gemeinsam auf einer Rennstrecke unterwegs zu sein, würde mich eigentlich fast mehr interessieren, gemeinsam mal zu fahren, mit einem Typen wie mit einem Steve McQueen von früher. Ich weiß nicht, wird vielleicht nicht jeder kennen, aber so aus den Filmen, der eigentlich die ganzen Motorradszenen aus seinen Filmen selber gefahren hat und eine wahnsinnige Affinität zum Motorradsport und Motorsport allgemein auch Autos gehabt hat. Und immer super cool und lässig rüberkommen ist, wir jetzt ja mit Horex eigentlich genau sein Motorrad gebaut haben, die genau das genau passend gewesen wären für ihn. Das wäre mal cool gewesen, mit jemandem so wie ein Steve McQueen da eine gemütliche Ausfahrt zu machen. Das wäre eine interessante Geschichte. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank für die Zeit. Und ich hoffe, vielleicht schaffen wir es, dass wir uns noch einmal unterhalten. Können wir gern machen. Danke vielmals. Tschüss. Thank you.
Das war jetzt der dritte und letzte Teil des Podcasts mit Martin Bauer, der eine sehr ungewöhnliche Karriere in Österreich, in der IDM, in der MotoGP und in der Superbike-WM hinter sich hat. Den Podcast mit Martin Bauer gibt es wie alle anderen Podcasts von Nix Geschenkt auf den gängigen Podcast-Kanälen wie Amazon, Google, Spotify, Audible und iTunes und natürlich auch auf YouTube. Neuigkeiten zum Podcast erfahrt ihr regelmäßig auf Instagram und Facebook, einfach unter Nix Geschenkt. Am einfachsten für euch ist es, wenn ihr Nix Geschenkt abonniert oder folgt. In der Zwischenzeit, seid lieb zueinander, habt Spaß mit euren Fahrzeugen und passt auf euch auf. Euer Herbert Huber. Nix Geschenkt, der Podcast. Alles weitere auf Facebook unter Nix Geschenkt.